Hallo Leute, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge South Park The Stick of Truth und ich habe es geschafft, ich habe sie, also Kenny endlich da, wo ich ihn haben wollte, sage ich mal so. Und ich soll... sie an, also ihn, ja, ihn anfurzen. Show them Princess Kenya. Alles 70, oder? Aber was meine ich jetzt damit? Princess Kenny truly is the fairest maiden in all the land! You fools! Princess Kenny controls the universe! Ja, müssen wir. Good work, Princess Kitty. Finish them off. Okay. Is your game finished? What? We're back to normal. That's right, son. The Dragonborn must have farted on a princess's balls. Das klingt logisch. Retter des Stabs. Oh, die Wall. Alles wieder zum Normalzustand oder was? No other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. So what do you guys want to play now? How about dinosaur hunters? Or pharaohs and mummies? Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? Screw you guys. I'm going home. Wow, what a day. Was ist das? Achso, da kann ich das schon wieder überspringen, meint aber. Ja, Leute, das war's echt. Ja, ich weiß ja nicht, wie es ihr es fandet, ne, aber ich fand's ganz schön schick. Also war das Geld für jeden Fan, also für jeden Fan ein Muss, sage ich mal. Und auch so für Leute, die auf einfach auf diesen Humor stehen, war das sehr gut. Ich schätze mal, sie haben wirklich versucht, fast alle Folgen mit einzubringen, also irgendwie was daraus zu machen, und ich finde, das haben sie auch ganz gut gemacht. Die Musikuntermalung fand ich auch ganz schön, wie ich fand. Auf jeden Fall das Geld wert, ja. Ja, wenn einer von euch Lust hat, kann er auch mal in die Kommentare schreiben, wie er das fand. Ich fand, ehrlich gesagt auch, es war genau richtig jetzt an dieser Stelle, dass die Story zu beenden, sonst hätte sich das alles mehr in die Länge gezogen und hätte auch nichts gebracht. Deswegen, gute Stelle, haben sich gut ausgesucht. Schön idyllisch, das Ende auf jeden Fall. Und ja, ich bin froh, dieses Spiel gespielt zu haben. Wie? Deswegen. Kein Fehler, es sich zu kaufen. Ich weiß jetzt noch nicht, was wegen nächsten Let's Play so aussehen wird. Auf jeden Fall könnt ihr mal bei Murphs Let's Play in Famous Second Son vorbeischauen. Oder bei unserem Gary's Mod Let's Play.
Und, ja, alle weiteren Infos findet ihr auf unserem Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Dann sage ich mal, ciao. Wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, später. Tschüss.